Doch, Mir ist gerade eingefallen. Doch, Mikrofon ist an. Wenn jetzt hier gleich die Spielgewalt zu kalt ist, sollte übrigens der Ton hoch sein. Tag, es ist Dienstag, der 5. April 2016. Und ich überlege, ob ich hier heute noch reinspringe. Es hat gestern 18 Grad. Aber gestern habe ich ja so lange gequatscht, dass ich dazu nicht mehr kam. Also als ich doch 18 Grad hatte ich ja. Nicht ich. Das Wasser. Gucken. Heute. Ja, 18 Grad noch, aber es fühlt sich noch kalt an. Also es kostet schon Überwindung, wenn er da erstmal rein muss. Na, scheiße. Immer noch dabei, die 232 zu schneiden, und wir kommen irgendwie nicht voran. Weiß auch nicht warum. Ich lasse mich laufend ablenken und lenke mich selbst laufend ab. Aber ich möchte das auch gar nicht auf Laptop schieben. Das kann glaube ich gar nicht so viel dafür. Das ist schon okay. Das hat natürlich zu kämpfen beim Video rendern, beim Video schneiden, beim Video bearbeiten und beim Video exportieren. Aber im Grunde ist das schon okay. Komm mal her. Hat halt hier einen Dickkopf, ne? Wenn sie auf Komm mal her keinen Bock hat, dann macht sie sowas. Sehr gut vorstellen, wieder in den Sommer zu gehen. Und die ersten Gänseblümchen kommen auch hier, da und da. Gänseblümchen sind nämlich meine Lieblingsblumen. Guck, ich schaue dir das an. Der Lieblingsapfelbaum kriegt Blüten. Der wird langsam grün. Ja. Das heißt, es dauert nicht mehr lang. Dann sind da Äpfel dran und dann kannst du wieder Äpfel pflücken. Cookie pflückt sich ihre Äpfel nämlich immer selber vom Baum und spielt sie mit dem, als wenn sie mit dem Ball am Strand spielt. Das habt ihr ja schon gesehen. Und ja, wenn sie umfangen hier Lust mehr zu spielen, dann frisst sie es auf. Und werte Followerschaft, wenn jemand Interesse an so einer Yucca-Palme hat, die ist inzwischen zu groß für jeglichen Raum im Haus von meinen Eltern. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie die kostenlos abgeben, aber ich glaube schon. Also nur für Selbstabholer und wir wären uns schon einig. Wer weiß, was hier wächst, schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ihr das erkennt. So schwer ist es nicht, glaube ich. Mir ist gerade eingefallen. Doch, Mikrofon ist an. Wenn jetzt hier gleich die Spielgewalt zu kalt ist, sollte übrigens der Ton hoch sein.
meine Männlichkeit. Wie sind es denn? 18 Grad sein? Sind 18 Grad drauf. Ich war schon mal mit 14 hier drin, aber das kam mir genauso kalt vor. Die nächste Stufe sind nur ein paar Zentimeter. Oh ja, Kniechen ist wirklich. Okay, ich darf man nicht unterschätzen. Nee. Ich habe vor einer Stelle viel mehr Angst. Ja, das ist auch kalt. Aua. Stehe auf Zehenspitzen. Ja. Für euch. Also für dich und die da. Aber nicht für mich. Und mein Hund eigentlich nicht hier. Was meine moralische Unterstützung? Oh, trau mich nicht. Was hat mir denn überhaupt überlegt? Ich muss jetzt aber mal aufstehen, muss Snapchat-Bilder machen, oder? Es ist kalt. Ich weiß. Mach Foto. Es ist kalt, ich weiß. Ich bin schon durch. Ist noch eine Stufe, ne? Nee, sind bloß vier. Du müsstest nur der Letzte sein. Ja. Du bist ja ein Stück größer als ich. Immer das machen wir vielleicht sogar nicht fertig, ne? Ja. Oh mein Gott, das fühlt sich schon sehr kalt an. Bleib hier. Bleib schnell. Na komm.
Schluss. Gut, hier. Gesundheit. Ich habe eine neue Matratze von meinen Eltern bekommen, weil meine schon hinüber ist. Und jetzt war mir ja klar, dass mit der Matratze irgendwas ist. Wenn ich die auspacke, dann muss sie wahrscheinlich noch irgendwie liegen oder so, damit sich das Material irgendwie entfaltet, wenn die so verpackt ist. So. Ja, steht da drauf, dass man die 3 Tage lang hochkant lagern soll, damit die schön entlüftet, weil die luftdicht verpackt ist und sich das Material entfalten kann. 3 Tage hochkant. Glaube, ich habe nicht die richtige Wohnung dafür. Naja, gut. Hier steht die Matratze jetzt für die nächsten 3 Tage. Ja, das war's für heute. Ich mache mir jetzt irgendwas Schnelles für Essen. Setz mich ans Vlog schneiden. Und ja, wenn ihr das hier seht, bin ich hoffentlich auf dem Laufenden. Eher nicht, aber habt ihr das andere alles schon gesehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen oder bis zum nächsten Video. So ist vielleicht besser. Tschüss. Oh Mann, Kamera-Akku schon wieder leer. Mikrofon-Akku leuchtet schon wieder rot. Braucht dann mehr Lösung. Also wir, der Heimatladen... Mehr Akkus brauche ich, mehr Lösung. Ich brauche eine Lösung und mehr Akkus. Ach, wie auch immer.